Für Skifahrer, die es kennengelernt haben, gibt es fast kein geileres Gefühl, als mit diesen Skien einen richtig schönen Carving-Schwung in die Piste reinzuziehen, im hohen Tempo, sicher und kontrolliert, die Gehkräfte auszureizen, richtig Kurvenlage einzunehmen und um die Kurve herumzuziehen. Wie du das lernst, erfährst du in diesem Video. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Skikanal. Wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Julian Witting, ich bin Ski-YouTuber, Skilehrer aus Leidenschaft und wenn du keinen weiteren Ski-Content von mir verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt den Kanal und aktiviere das Glöckchen. Bevor ich euch zeige, wie ihr das Carving erlernen könnt, erkläre ich euch erstmal die Theorie, was Carving eigentlich bedeutet, wie das funktioniert und was der Unterschied zum normalen Skifahren bzw. zum Driften ist. Und damit wollen wir auch direkt ins Video reinstarten. Wie fahren wir Ski, wenn wir das Skifahren gerade erlernt haben und parallel Skifahren können? Wenn ihr euch mal selber beobachtet oder andere Skifahrer beobachtet, sehen wir, dass wir mehr um die Kurve herumrutschen. Wir fahren nicht wie auf Skien, die Kurve wird ein Stück weit aufgefächert und das Heck bricht etwas hinten weg. Was wollen wir beim Carven machen? Wir wollen, dass wir komplett über die Kante unseres Skis fahren und da dann wie auf Schienen fahren, dass wir keinen Rutschanteil haben, sondern wie die Eisenbahn um die Kurve herumgehen. Aber wie funktioniert das jetzt, dass wir über den gekanteten Ski um die Kurve herumfahren, beziehungsweise wie sind wir vorher gefahren? Ich habe jetzt mal meinen Ski hier auf dem Tisch liegen und jetzt zeige ich euch mal, wie wir vorher gefahren sind. Und zwar haben wir den Ski leicht gekantet gehabt und dann sind wir um die Kurve gedriftet. Das heißt, wir haben Drehbewegungen genutzt. Das heißt, der Ski ist so um die Kurve gefahren. Das Heck ist so ein bisschen ausgebrochen und der Ski ist dann so ein bisschen um die Kurve herumgewischt. Das kann stärker sein, das kann wirklich ein Rutschen sein oder ein geführtes Driften, indem der Ski so um die Kurve geht. Wie wollen wir jetzt um die Kurve fahren? Die Kante ist kreisbogenförmig, das heißt, der Ski ist vorne und hinten breiter als in der Mitte. Das heißt, nur wenn wir uns auf den gekanteten Ski stellen, schaut, der Ski biegt sich durch, wird der Ski durchgebogen, wir haben eine Biegelinie und über diese Biegelinie können wir dann durch die Kurve durchfahren. Und das ist auch genau unser erster Schwerpunkt, dass wir A lernen, den Ski zu kanten und dann auch noch lernen, den Ski über den Kurvenverlauf immer weiter aufzukanten. Denn was passiert, wenn wir den Ski immer weiter aufkanten? Ich zeige euch das jetzt mal quasi hier 90 Grad. Und dann mit meinem Gewicht und den Kurvenkräften biegt sich der Ski stärker durch und die Kurve wird kleiner. Und so können wir dann zum Beispiel auch in steileren Gefällen unser Tempo über das Kanten des Skis, über das weitere Kanten des Skis sehr, sehr gut kontrollieren. Die, die jetzt mitgedacht haben, werden vielleicht einen Fehler erkannt haben. Denn um den Ski zu kanten, muss ich aus meinem Sprunggelenk, Kniegelenk und aus dem Hüftgelenk kippen. Und wenn ich immer nur weiter reinkippe, dann falle ich vielleicht irgendwann um. Klar, man kann auf einer sehr, sehr gut präparierten Piste auch über einen Ganzkörperkippen in die Kurve fahren, aber das funktioniert nicht bei allen Bedingungen. Idealerweise machen wir zu dieser Kippbewegung ins Kurveninnere eine Ausgleichsbewegung nach außen. Könnt ihr euch wie eine Banane vorstellen, die Beine gehen nach innen und der Oberkörper geht über den Außenski, dass wir so am besten die Kräfte, was ja auch der Reiz des Carving ist, am bestmöglich kompensieren können. Und jetzt schauen wir uns erstmal in den ersten beiden Übungen den ersten Schwerpunkt an und dann in der dritten Übung schauen wir uns mal den zweiten Schwerpunkt an. Kommen wir zur ersten Übung, wie wir die ersten Schritte im Carving erlernen können. Und da brauchen wir jetzt ein ganz, ganz flaches Gelände, wo ihr keine Angst habt, wo ihr auch theoretisch Schuss fahren könntet. Und da schauen wir uns jetzt mal an, dass wir den Ski richtig schön um die Kurve fahren. Dafür fahren wir jetzt erstmal ein bisschen in den Hang rein, wir holen ein bisschen Schwung und dann versuchen wir mal unseren Fuß zu kippen, unsere Knie zu kippen, dass wir den Ski auf die Kante stellen, bleiben schön über dem Ski stehen, das heißt wir lassen uns nicht nach innen fallen, wir bleiben quasi mit unserer Außenschulter über dem Außenski stehen, also den äußeren Ski, der um die Kurve geht und dann schauen wir mal, dass wir den Berg wieder
hochfahren. Das heißt, wir fahren quasi eine J-Kurve. Also erst Schuss und dann haben wir einen Bug, sodass wir dann den Berg wieder hinauffahren können und so auch unser Tempo reduzieren können. Also wir fahren erstmal Schuss, weil ohne Geschwindigkeit funktioniert das Carve nicht. Wir drücken die große Zehe rein, der Ski kippt, wir fahren über die Kante und drücken dann noch das Knie nach innen, sodass wir noch mehr Kantwinkel bekommen und können dann den Berg hinauffahren. Jetzt hier nochmal ein bisschen schneller gezeigt und rum. Kommen wir zur zweiten Übung. Das war jetzt nur eine Kurve. Jetzt wollen wir schauen, dass wir mehrere Kurven machen. Wir bleiben in einem flachen Gelände und jetzt fahren wir los, holen uns ein bisschen Schwung, gehen schön in die Knie rein, sind aufrecht, haben die Stöcke vorne oder wir können die Stöcke auch weglassen, wie ihr mögt. Dann könnt ihr es auch nochmal mit den Händen visualisieren. Und jetzt rollen wir mal von der kleinen Zehe auf die große Zehe beziehungsweise von der großen Zehe auf die kleine Zehe im anderen Fuß. Schaut mal, wie ich das jetzt mache. Machen das immer weiter. Und dann, wenn wir rumgefahren sind, wechseln wir. Das heißt, wir rollen jetzt bei dem Innenski von der kleinen Zehe auf die große Zehe und bei dem anderen von der großen Zehe auf die kleine Zehe. Und schaut, was passiert. Wir kanten um und so können wir dann die Richtung unserer Ski ändern und kanten dann immer weiter und versuchen uns so in eine schöne, gekarfte Fahrweise reinzugrooven. Ich nehme jetzt bei der Fahrt mal die Hände als Projektionsfläche meiner Ski. Also wenn ich mit meinen Füßen rolle, rolle ich auch mit meinen Händen. Das hilft mir. Jetzt rolle ich von der kleinen auf die große Zehe immer weiter rein und dann genau wechseln wir jetzt hier wieder von der kleinen auf die große Zehe und wieder von der kleinen auf die große Zehe beim anderen Ski und so weiter. Und jetzt zeige ich euch noch eine Variation und zwar nehme ich über den Kurvenverlauf kontinuierlich die Außenhand weiter runter und was passiert? Ich gehe mit dem Oberkörper über den Außenski und kann so besser carven. Kommen wir zur dritten und letzten Übung und da kommen wir zum zweiten Schwerpunkt. Der erste Schwerpunkt war, dass wir erstmal das Kanten erlernen und der zweite Schwerpunkt ist, dass wir eine Ausgleichsbewegung machen. Wie erklärt, wenn wir was nach innen kippen, müssen wir ausgleichen und das können wir super üben, wenn wir die Stöcke jetzt mal wie Fackeln hochnehmen und dann seitlich neben uns fallen lassen, so, dass die Stöcke immer Schneekontakt haben. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen mehr in die Knie gehen, wir haben ein bisschen mehr Spielraum in den Beinen und dann fahren wir mal auf der gleichen Piste wie gerade die Carving-Schwünge und schauen, dass die Stöcke immer im Schnee bleiben. Und ihr werdet erfahren, dass ihr da ganz schön über den Außenski drüber gehen müsst, dass der Stock im Schnee bleibt und dass der Ski dann auch wunderschön um die Kurve herum geht. Wenn der Stock nämlich in der Luft ist, dann funktioniert es meistens nicht so gut. Bevor wir losfahren, nehmen wir die Stöcke seitlich in den Schnee und nehmen dann erstmal gut Anlauf auf dem flachen Hang, dass wir da dann auch gut ins Carven reinkommen können. Dann grooven wir uns in die ersten Schwünge rein und rollen wieder schön von der kleinen auf die große Zehe beim Außenski rein und können so dann die Kurve zu Ende fahren. Jetzt hier mal aus einer anderen Perspektive. Die Stöcke sind immer im Schnee und jetzt rolle ich wieder von der kleinen auf die großen Zehe und ihr seht auch schön, wie der Oberkörper, dadurch, dass der Stock im Schnee ist, über den Außenski geht und wie der Ski dann richtig schön um die Kurve herumfährt. Ja, Freunde des gepflegten Skisports, ich hoffe, dass euch das Video geholfen hat, A, die Carving-Technik zu verstehen und B, auch die ersten Schritte zu erfahren, wie ihr da reinkommen könnt. Wenn ihr das mal ausprobiert habt, schreibt gerne mal ein Feedback in die Kommentare rein und ich würde mich auch freuen, wenn ihr weitere Quick-Tipp-Vorschläge in die Kommentare reinschreiben würdet. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Julian. Ciao.